Strom ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir brauchen ihn, um Kaffee zu kochen, damit der Computer läuft oder wir Fernsehen können. Bisher wird Strom zu einem großen Teil aus fossilen Brennstoffen wie Kohle, Erdöl und Erdgas oder aus Atomenergie gewonnen. Doch die Reserven an fossilen Brennstoffen sind begrenzt. Irgendwann wird es nicht mehr genug davon geben, um den Bedarf aller Menschen zu decken. Außerdem gelten diese Arten der Energiegewinnung als risikoreich und umweltschädigend. Umweltschützer warnen vor Atomkatastrophen wie in Fukushima. Aber auch die Gase, die bei der Energiegewinnung entstehen, schaden der Umwelt. Diese wandern in die Atmosphäre. Die Gase wirken dort wie das Glasdach in einem Treibhaus. Wenn die Sonnenstrahlen auf die Erde treffen, wird ein Teil der Wärmestrahlung von der Erde wieder abgegeben. Die Schicht aus Treibhausgasen verhindert, dass die Wärmestrahlung entweicht. Je mehr Gase in der Atmosphäre sind, desto weniger Wärmestrahlung kann entweichen. Die Erde erwärmt sich. Die Folge: Das Klima verändert sich. Naturkatastrophen nehmen zu. Die Alternative: erneuerbare Energien. Im Vergleich zu Atom- und Kohleenergie gelten Biogasanlagen, Windräder und Solarpanel als umweltfreundlich und nachhaltig. Das hat auch die Bundesregierung erkannt und sich ein ehrgeiziges Ziel gesteckt. Bis 2025 sollen 40-45% des Stroms aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Bis 2035 sollen es 55-60% sein. Aber was passiert, wenn der Wind einmal nicht weht? Oder wenn die Sonne nicht scheint, zum Beispiel an vernebelten Tagen oder in der Nacht? Die Anlagen können dann keinen Strom produzieren, die Stadt würde dunkel bleiben. Damit das nicht passiert, muss Energie gespeichert werden. Das ist möglich, weil seit 2003 konstant mehr Strom produziert, als tatsächlich verbraucht wird. Aber wie speichert man Energie? Eine Möglichkeit, erneuerbare Energien zu speichern, sind Pumpspeicherwerke. Dabei wird Energie genutzt, um Wasser in einen höher gelegenen Stausee zu pumpen. Bei Stromengpässen lässt man dann das Wasser des Stausees in ein Fallrohr herabstürzen. Das Wasser treibt eine Turbine an, Strom wird erzeugt. So können etwa 80% des investierten Stroms im Notfall abgerufen werden. Allerdings ist der Bau eines Pumpspeicherwerks inklusive Staumauer ein erheblicher Eingriff in die Natur und auch nicht überall möglich. Deswegen forscht das Fraunhofer-Institut in Magdeburg an einer alternativen Speichermöglichkeit, einem sogenannten Lithium-Ionen-Speicher. Der Großspeicher ist in einem Zugcontainer eingebaut. Er ist dadurch mobil und kann bei Bedarf dorthin gebracht werden, wo er benötigt wird. Im Inneren des Containers gibt es Schränke, in denen sehr leistungsfähige Akkus eingebaut sind, die denen in Handys ähneln. In diesen Akkus wird der Strom gespeichert. Im Container gibt es außerdem einen Transformator, der die gespeicherte Energie so umwandelt, dass sie ins Stromnetz eingespeist werden kann. Wenn also mal kein Wind weht oder die Sonne nicht scheint, können die Akkus im Großspeicher Energie abgeben. Aus der Steckdose fließt dann wieder Strom. Der Großspeicher aus Magdeburg ist der erste dieser Größe in Deutschland. Ein etwa gleich großer Speicher entsteht derzeit in Zürich, ein weiterer in Schwerin. Die Technik ist allerdings noch in der Entwicklung. Bisher kann die Großbatterie gerade einmal 100 Haushalte für 30 Minuten versorgen. Derzeit befindet sich der Großspeicher in der Testphase. Unternehmen bestellen sich mobile Großbatterien aufs Gelände und probieren sie aus. So können sie beispielsweise Strom speichern, wenn er billig ist. Wird der Strom teuer, können sie ihren gespeicherten Strom abrufen.